Okay, liebe Leute, wir werden jetzt gemeinsam was gucken. Und zwar habe ich bei coolen, erfolgreichen, kreativen Streamern gesehen, dass sie TikToks sich anschauen, die die Community denen zugeschickt hat. Und immer wenn sie lachen müssen oder irgendwie das witzig findet oder whatever, muss der Streamer einen Sub verschenken als Bestrafung. Und das machen wir jetzt auch. Ja, ich mache das auch. Warum nur ein Sub? Das ist ganz einfach. Ich bin absolut. Ich bin pleite, okay? Wie gesagt, ich habe einen Discord-Channel, da konnten die Leute TikToks einschicken aus der Community. Und das machen wir gerade für die, die gerade verwirrt sind. Und ich gucke die mir gerade an. A little bottle of water, a little bottle of water, a little bottle of water. Das klang wirklich wie A Little Bottle of Water, nur auf Morlock. Ari lacht. Ari fand es sehr witzig. Das klang aber wirklich original. Ich würde auch eher lachen, aber ich, wie gesagt, ich muss mich zusammenreißen, weil wenn ich lache, muss ich den Sub verschenken. Oh, das wäre also wirklich insolvent. Das geht sonst nicht. Nee, das ist. Oh, Das Abos, würde was bei für ein Ari nicht Abos, ein Abo für dich, funktionieren. ein Abo für dich, ein Abo für dich, verrückt. Ich verstehe das, aber das ist bei uns eher umgekehrt. Ari ist diejenige, die mir immer so logische Solution gibt, aber ich möchte doch nur in den Arm genommen werden und gesagt bekommen, alles wird gut, mein Dicker. Alles wird gut. Du schaffst das schon. Mehr will ich doch gar nicht. Und das kriege ich aber nicht. Oh, das ist geil, diese Maschinen. Nein, das war doch nicht witzig. Nein. Voll uncool, hä? Hä? Real okay. What is get more difficult? Okay. Boah, was könnte echt sein und was Kuchen? Was? Das war der Kuchen? Was könnte das so sein? Es ist rechts. Okay. Oh, was? Ich hätte gedacht, das war auch rechts gewesen. Holy shit. Ah, das ist aber auch tricky, ne? Oh Mann. Die sich halt selber beömmeln. Wie die sich halt selber dabei so beömmeln, Alter. Da merkt man, dass ich 30 bin, weil ich beömmeln benutze. Scheiße. Ich finde aber gut, dass die Spaß. Boah, das ist aber auch close. People that work at the bank. Shh, I work at the bank. Ja, so gucke ich immer morgens. So immer jeden Morgen. Bis morgens immer irgendwie, ja, ich bin auch verplant morgens. Oh. Yo. Ey, Katzen sind so. What is happening? Katzen. Oh, sweetie. Katzen, Alter. Er sieht aus wie so eine super weise Kung-Fu-Katze. Yo! Steht halt wirklich wie Godzilla da. Oh no! Alter Angry Cat! Die wollte ihre Ruhe scheißen. Katzen sind halt immer so witzig. How I be looking at my boyfriend whenever I want something, but I'm too afraid to ask.
Das stimmt halt bei Ari wirklich. Das ist halt original Ari-Ding so. Wirklich. Holy shit. Akkurat. Nie wieder Schnitzel oder nie wieder Lasagne. Oh, das ist so nie wieder so ein Rot oder Dings. Nie wieder Schnitzel oder nie wieder Lasagne, dann lieber nie wieder Schnitzel. Dann lieber nie wieder Schnitzel. Bienenstich oder Käsekuchen? Was isst du lieber? Käsekuchen. Wobei Bienenstich auch mega geil ist. Nie wieder Fastfood oder Kontaktabbruch mit der ersten Person, die bei Teilen dann WhatsApp kommt. Ja, dann lieber den Kontaktabbruch, wer auch immer das sein wird. Oh, Panna Cotta ist geiler. Panna Cotta. Onion Rings oder Pommes? Onion Rings. Ich liebe Onion Rings. Tiramisu oder Churros? Oh, Tiramisu ist so... Tiramisu. Vergiss nicht zu liken. Ja, mach ich gleich, Bruder. Orangensaft oder Apfelsaft? Orangensaft. Was magst du mehr? O-Saft, würde ich sagen. Nie wieder essen müssen oder nie wieder schlafen müssen. Wenn du bis hierhin geschafft... Nie wieder essen müssen oder nie wieder schlafen müssen? Ja, dann nie wieder schlafen müssen. Essen ist halt voller Genuss. Und hast, kommentiere deinen Akkustand. Essen ist doch voll der Genuss. Dann lieber nie wieder schlafen müssen. Ich guck mal da. Warum hat der eine Banane auf dem Kopf? Der sieht aus wie so ein Zwerg von Ottos sieben Zwerge. Guck mal. Oh, warum hat der eine verdammte Banane auf dem Kopf? Wer tut dem armen Hund das an? Entspannung. Und das sind wieder diese Momente, wo ich denke, wie hast du, kleiner Wurm, nur jemals auf der Straße überleben? Ja, oder? Die Diskussion mit meinem Mann wird bleiben, aber die nehme ich gerne in Kauf. Hm. Ich habe das auch so oft bei unseren Hunden gehabt, oder habe ich immer, wo ich mir frage, wie hat dieser Hund auf der Straße gelebt? Das also wirklich. Oh. Aber wie er guckt! Oh Mann! Aber wie er geguckt hat! Dieses... Er hat richtig diesen nach dem Spielen... Er hat richtig nach dem Spielen dieses... diesen richtig du Bitch-Blick. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Guck. Ja, man muss übertreiben, Alter. Warum musst du denn übertreiben? Wir haben doch nur gespielt. Ah, das ist der allwirklich. Der Hund. Plus eins, ja, plus eins, ja. Nein! Nein! Warum muss ich über sowas lachen? Der Hund tut mir leid! Nein! Mir tut der Hund leid! Warum macht man das, wenn man den blinden Hund hat, die Couch da wegzunehmen, wo sie immer steht? Warum? Der arme Hund! Warum macht man denn die Couch weg, wenn dann der arme blinde Hund denkt, naja, da ist doch immer die Couch? Es ist so stumpf. Ja, plus zwei haben wir ja. Okay, Chat, ich habe zweimal jetzt gelacht bei einem TikTok, weil ich lustig fand wie der Hund, okay. Mann. Ruhe jetzt. Ich muss mich wieder beruhigen. Wieder Pokerface. So viele Tiervideos von euch. Was ist da los? You got a friend. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. Da geht ja voll rein in die Nase. Das mache ich auch immer bei Leuten, die ich auf der Gamescom treffe übrigens. Was wurde da zum Discord geschrieben? Das ist Pascal in Fortnite. Wie gut spielst du mit deinen Teammates zusammen? Yo, als ob ich so Hallo! Ich unterbitte mir diese Anmaßung! These dogs were taken to an introvert dog meetup. Me at any party, ja.
Wie gemein ist das denn? Das sind alles Hunde, die introvertiert sind und stehen da einfach nur rum, statt was zusammen zu machen. Weil keiner sich traut. Ob das bei Menschen auch so wäre? Leute, ob das bei Menschen auch so wäre? Pizza Delivery Driver. Chat. Ja, wahres TikTok? Aber ja, ich muss einfach. Mr. Morgan King vor 13 Minuten. Was ist das für ein Account? Warum gibt's Mr. Morgame King als Account? Alles okay bei euch? Der Mann, der meine Kindheit geprägt hat, Mr. Morgame! Oh yeah! Was ein Edit. Chat, das war ich! Das war ich, Chat, mit cooler Musik! Abonniert mich, Follow, Abo, ich esse gern Schokolade. Jawoll, und ich habe ein Moloch-Kostüm angehabt. Das ist süß. Grüße an Mr. Morgan King, ja, ich weiß nicht, gehört der Content von euch? Nice, nice ist Edit. Ja, sage ich, weil ich sonst nie was bekomme, niemand macht mir sonst irgendwas. Ein TikTok habe ich doch. Alter, okay, das Gute ist, ich habe keine Freude am Leben, deswegen musste ich nicht so oft lachen. Aber die 2 Abos oder so, die gönne ich euch, das gönne ich, okay? Da bin ich mal großzügig.